Yes, hello, I'm Andrea Dornhoff. I'm a project partner within the Store for Hack project. I'm from the Weizer Energy and Innovation Center, and we have implemented a thermal energy storage at an historical protected site by the Church of Weizberg in the city of Weiz. So next slide. A few things about the city of Weiz. We have about 11,000 inhabitants, and we have nearly a full employment rate here in Weiz, because we have a lot of industry. And the strategy of the region and of the city is the city for living and the city full of energy. We are one of five cities in Austria, which has 5E, that's the main certificates what you can have in E's. 5E's stands for full involved in within this energy theme, and we do a lot of projects concerning energy, renewable energies, R&D projects, and so we are really ahead in several energy topics. Here you can see the location of the Weizberg. It's on the top of the city. It's an historic monument and landscape protected zone. It's all the red zone. And there is a basilica with the heating system is a biomass heating plant, Weizberg. It was one of the first heating plants in Austria. Here you can see the location of the plant. It's behind the bushes, and it's close to a primary school, and it's close to the church. It's a basilica. The church Weizberg was built in the 1000th century, and since 2019, the Weizberg church was changed into a basilica. The whole basilica and the area, as I said before, is under monumental protection. The problem was that the heating plant Weizberg was built in 1999, and so it was more than 20 years old, and the plant was working insufficient. There were too high fuel consumption, and the emissions also were too high. So there was a need to do something to increase the decrease the emissions and the fuel consumption, and increase the renewable energy system. So the idea was to implement a central thermal energy tank. But the problem was, it was not allowed to do it in these monumental protected areas. All stakeholders or politicians were really happy to that we implement a storage, but the architects who are responsible for the monumental protection was they said no, it's not allowed, and you cannot do anything concerning this issue. So we had a lot of discussions, a lot of planning to do that we can implement this storage. Then the solution was to dig really deep in the ground and hide the storage behind bushes, and so that just one half meter is over the earth, so that no visitor can see the storage, and there is no. So you can, as you can see, I can say that the landscape is not changed, and nothing will that nobody can see the storage. Here is the hydraulic plan and the scheme of the storage. The storage is an intelligent thermal water storage with the also connected to decentralized storages from the user or from the connected buildings, so that we can reduce the production and we can reduce the energy use in summertime, because the summertime is really inefficient for this biomass heating plant. Few data concerning the biomass heating plant of Weizberg. It was, as I said before, it was one of the first biomass heating plants in Austria. It's since 1999. The heat supply is for 12 customers, and the energy is about 873 kilowatts. We have regional wood chips from the farmers around
the area, so it's 100% renewable energy which is there. The project was really high, and it was a really high rate, and so we was the only project in Austria which got the CHEM thermal storage funding. It's about 45% of the whole investment costs. The project was the only one which got this subsidy. A few data concerning the savings, the theoretical savings. We are now in the monitoring phase, and at the end of the summertime, we have really good data to compare with the data before. The theoretical CO2 savings with this storage is about 30 tons of CO2 emissions. And the amount of biomass used should also reduce about 1,900 kilowatt hours. The timetable for the building phase, we started in February 2020, and the whole installation was completed by the end of June. Now the monitoring is ongoing, and the system with the EMS is running. We had a great partnership here in the region with the AEE Intec. They are the specialists for thermal energy storages, the technical planners, and also with the responsibles from the church. We were all working really good together, and so it was a really successful project. We also had we plan to have a big opening of a storage and a workshop with the Store for Hug project. It will held on the 23rd of July. You are all really invited to come to Weiz to this event, and so you can see the finished implementation. I think it's better to see a short video, then you can see the construction work and a few people who are saying something concerning this thermal energy storage and this project here. Maybe pictures say more than words. So maybe, Salah, you can start the presentation or the video. Im Jahre 1999 ist die Biomasse Herzberg-Weizberg entstanden, gegründet von 24 Mitgliedern und Landwirten aus der Region, die zu 100% Waldhackgut liefern. Wir beliefern damit 13 Abnehmer, wobei das Gasthaus Ederer unser größter Abnehmer ist. Im Rahmen des europäischen Projektes Store for Hack ist es uns hier in Weiz gelungen, Energieeffizienzmaßnahmen in einem Bereich, der denkmal- und ortsbildgeschützt ist und somit große Herausforderungen mit sich bringt, umzusetzen. Gemeinsam mit den Ländern Slowenien, Kroatien, Deutschland und Italien ist es uns gelungen, in Bereichen, die eigentlich Energieeffizienzmaßnahmen nicht einfach zulassen, einen thermischen Speicher mit 38.000 Liter einzusetzen, sowie an der Basilika Weizberg Energieeffizienzmaßnahmen einzusetzen. Somit können wir im Rahmen dieses Projektes Store for Hack 33 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Wir verkaufen ca. 1400 Megawattstunden im Jahr. Wir haben alles Hackgut von den Bauern der Region, der Umgebung. In unserer Pfarre ist uns Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit sehr, sehr wichtig. Deswegen unternehmen wir einiges. Wir haben jetzt gerade begonnen, eine Umweltzertifizierung zu machen. Und wir wollen unsere Pfarre bis zum nächsten Jahr zu einem Umweltgütesiegel führen. Und dabei spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Energie von der Region kommt, von Bauern kommt, die auch in unserer Pfarre tätig sind und aktiv sind. Und es ist sozusagen wirklich eine Win-Win-Situation im Sinne von unserem Papst. Ja, wir sehen da im Hintergrund die Basilika und auch den Pfarrhof, das Pfarrzentrum. Wir haben da eigentlich Riesenflächen und auch Nutzflächen, die natürlich auch beheizt werden müssen. Und da war es uns damals schon unter dem Wirtschaftsrat Josef Preisler ein großes Anliegen, dass wir auch umsteigen auf Biomasse und dass wir diese Nahwärme vom Weizberg beziehen.
Wir haben ca. 1900 Quadratmeter Nutzfläche im Pfarrzentrum, noch einmal 1200 Quadratmeter Nutzfläche in der Basilika, ungefähr 230 Quadratmeter Nutzfläche im Mesnerhaus, und da kommt schon einiges zusammen. Unsere Aufgabe in diesem Projekt war eben die technisch-wissenschaftliche Begleitung und im Konkreten dabei eben die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit. Die Innovation auf Speicherebene ist die innovative Implementierung des Wärmespeichers in einem denkmal- und ortsbildgeschützten Stadtteil, das noch eine hohe Relevanz für Energieeffizienzsteigerungsmaßnahmen in anderen ähnlichen österreichischen Gemeinden und Stadtteilen hat. Die Innovation auf Systemebene ist die Implementierung einer neuen Regelung mit der gegenseitigen intelligenten Kommunikation aller Anlagenkomponenten, dabei vor allem die Kommunikation vom zentralen Wärmespeicher mit den dezentralen Wärmespeichern bei den Kunden. Das heißt, dass vor allem in den Sommermonaten der Netzbetrieb an den Wärmebedarf der Kunden angepasst wird und somit die Netzverluste weitestgehend reduziert werden. Die Besonderheiten liegen in dieser Anlage darin, dass wir im Sommerbetrieb relativ geringe Wärmeabnahmen haben und die Wärmeabnahme damit dann genauer dosieren können. Und auch die Ausrichtung regeltechnisch ist jetzt neu und wird auf die Abnehmer abgestimmt. Das Ergebnis der gesamten Anlage sollte in Zukunft eine Optimierung aller Betriebszustände und damit eine wesentliche Verbesserung des Heizwerkes Weizberg bewirken. Also die allgemeinen Vorteile des Gesamtprojektes sind einerseits die Brennstoffeinsparung aufgrund eines effizienteren Betriebs der Kesselanlage und eben aufgrund der Verringerung der Netzverluste. Dadurch bedingt eben auch eine CO2- und Schadstoffemissionsverringerung, eben aufgrund des effizienteren Betriebs und auch aufgrund des geringeren Energieaufwands für die Hackgutbereitstellung. Im Gesamtprojekt wird zudem wertvolles Know-how generiert, das für ähnliche Anlagen in Österreich und Europa genutzt werden kann.